Und los. Nichts. Aber ich glaube, wir setzen. Das gibt's ja nicht. Da zappelt er. Da zappelt er. Ah, der ist leider noch ein bisschen lütt. Ja. Und? Ja, hängt. Boah. Und das kann nur, weil es ein großer Aal. Fischfetzen war. Das ist ein großer Aal. Merke ich schon, wie er zappelt. Hört euch das an. Oder doch nicht so groß. Ja, jetzt kommt er gut mit. Angebissen. Der RBB Angel Podcast mit Frieder Rössler und Erik Mickern. Tag Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angebissen. Frieda und Erik, wir sind wieder unterwegs und diesmal, ja, könnte man schon so sagen, sowas wie mit unserem dritten Bandmitglied, nämlich mit Gregor, der ja ganz oft auch Bilder beisteuert auf unserem Angebissen Instagram-Kanal und der uns immer kräftig unterstützt. Hallo Gregor. Hallo Erik. Na? Frieda, was machen wir heute? Wir probieren mal heute etwas, was wir noch nie gemacht haben für Angebissen, nämlich einen Ansitz. Und da es zum Ende des Sommers geht, auf Aal. Ja, Aal. Gregor, ist August eine gute Zeit? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Also wir versuchen es heute. Aal ist immer so eine Angelei, die ich gerne im Frühjahr mache. Während der Schonzeit noch, alles vor Mai. Klappt immer gut. Und wir sind hier auch an meiner Aalstelle vom Frühjahr. Deswegen versuchen wir es hier heute mal. Aalstelle von früher heißt, wir dürfen es ruhig sagen, ne? Wir sind ja am Teltow-Kanal in der Nähe von der Schleuse in Kleinmachnow. Dafür brauchen wir einen gültigen Fischereischein und da wir ja auf Aal gehen, brauchen wir eben auch die Landesanglerverbandskarte von Brandenburg. Wir beide haben die Jahreskarte, du hast hier noch die Tageskarte gekauft für wie viel Euro, Gregor? Für 13 Euro. Für 13 Euro, also alles im erschwinglichen Rahmen. Wie versuchen wir es denn genau? Weil Ansitz, denkt man immer so, ja, Sitzen steckt da drin, aber wir wollen ja auch wissen, welches Tackle wir benutzen. Wir benutzen Grundruten, also hier ist tolle Strömung drauf. Deswegen hat jeder von uns zwei Grundruten. Wir werden mit Fetzenköder angeln, mit Tauwürmern und mit Mistwürmern. Also wir versuchen die ganze Range abzudecken und die größtmögliche Chance rausholen. Ja, bitte nicht wundern, falls ihr gerade denkt, boah, was ist denn das für ein komisches Geräusch. Hier rauscht gerade noch ein Riesenkahn an uns vorbei. Und das ist auch ganz gut, denn wir können euch an dieser Stelle immer darauf hinweisen, diesen Podcast gibt es natürlich auch zum Sehen. Also, wenn ihr Lust habt, guckt auf rbb-online.de/angebissen oder auf dem rbb-YouTube-Kanal. Da bekommt ihr das Ganze auch mit Bewegtbild. So, und du merkst, Mücken sind hier gut unterwegs. Ich hätte mich ja am liebsten sehr gerne mit Mückenzeug eingesprüht. Du, ich habe extra welches noch gekauft und im Angelladen. Dann kam Gregor mit welchem Satz? Na, halt, stopp! Sofort zurück ins Auto damit, ja. Also es geht gar nicht beim Aalangeln. Wir wissen alle, dass der Aal extrem gut riechen kann. Und sobald wir an unseren Händen irgendwelche fremden Gerüche hat, die er nicht kennt, können wir es auch sein lassen. Also am besten auch vorm Aalangeln nicht tanken, beziehungsweise mal mit einem Handschuh tanken oder auch nicht rauchen. Die Raucher dann mit so einer Arterienklemme oder was weiß ich. Jedenfalls muss man ein bisschen seine Finger sauber halten. Man kann aber auch ans Gewässer kommen und sich die Hände erstmal mit dem Schlamm da einreiben. Man braucht neutrale Hände und braucht neutralen Geruch, damit nur der Köder duftet. Also Zielstellung für heute: kein Mückenspray benutzen, nicht rauchen. Das kriegen wir locker hin, Erik. Ja, wir sind mittlerweile alle Nichtraucher. Ja. Und ein Aal oder vielleicht auch ein anderer Fisch, weil so ein Ansitz über die Nacht, da kann auch mal was anderes passieren. Ja, also wir hatten hier schon diverse Beifänge. Wir hatten hier schon Quappen, Zander, Brassen. Eine Schleier hatten wir auch schon, also wir können ein bisschen was hoffen. Und ehrlich gesagt freue ich mich auf eine Sache, ich will nicht zu viel versprechen, aber Gregor hat mir mal gezeigt, wie man Aale paralysieren kann und ich habe es ihm damals nicht geglaubt und ja, es funktioniert, also dass man die ruhig stellt, indem man sie auf den Rücken legt und dann über den Bauch streichelt und ehrlich gesagt möchte ich gerne, dass ihr das irgendwie auch mal mitbekommt. Und ich bin sehr gespannt, wenn die Wildschweine hier die Regie übernehmen, weil ihr beide gesagt habt, und wir haben das auch schon gesehen, die Wildschweine kommen hier nah ran, hier sind überall Spuren, die Erde ist überall aufgewühlt, es gibt ja immer so richtige Routen. Ja. Bin gespannt, welchem Tier wir denn heute zuerst begegnen, jetzt fängt es an zu regen, also passend, dass wir endlich loslegen. Ja.
Gregor, wir sind kurz davor auszuwerfen, aber vorher erklärst du uns bitte nochmal, was wir für Tackle benutzen sollen und was du empfiehlst. Ich persönlich habe extra Ansitzruten. Es sind ganz normale Steckruten, nichts Besonderes, eine Stationärrolle, monophile Schnur, eine Freilaufrolle und dann kann es schon losgehen. Das habt ihr beide nicht und deswegen habe ich gesagt, bringt kein Problem, bringt einfach eure Spinnruten mit. Wir bauen euch damit eine Grundmontage. Ganz klassisch geflochtene Schnur, ein Grundblei, ein Wirbel, ein Haken und der Köder. Und damit sind wir schon fertig, damit können wir schon auf Aal angeln. Okay, und was benutzen wir dann als Naturköder? Weil du hast ja gesagt, wenn, dann nehmen wir Naturköder. Wir nehmen nur Naturköder, wir nehmen Tauwürmer und Köderfische, beziehungsweise Fetzenköder. Frieda, du warst selber schon sehr fleißig, hast uns zwei Köderfische besorgt. Jetzt haben wir hier einen toten Barsch zu liegen und eine tote Plötze. Daraus schneiden wir uns ein paar schöne Fetzenköder und können auch somit noch vielleicht die Chance auf einen großen Breitkopfaal haben oder vielleicht einen Zander. Mal sehen. Den Tauwurm, gibt es auch eine bestimmte Methode, Gregor, oder eine bestimmte Technik, wie man das macht? Und das erklärst du uns jetzt. Ja, es gibt jede Menge. Ich benutze am liebsten eine Art Schaschlik, damit viele Säfte austreten. Der Tauwurm wird in der Mitte eingestochen und Richtung Ende aufgefädelt. Sagen wir mal so die ganze Hakenlänge einmal. Schiebe ich ihn hoch. Dann knipse ich das harte Ende ab. Das ist der Kopfbereich. Und jetzt strömen hier schon die verführerischen Locksäfte raus. Und mit dem harten Stück Wurm gehe ich einmal über den Widerhaken. Weil jetzt ist es schwierig, dass das Ganze wieder runterrutscht. Und ich habe den ganzen Haken voll mit Wurm. Habe zwei offene Stellen, wo die Duftstoffe austreten können. Und sogar noch ein bisschen Bewegung dabei. So, Gregor, die Würmer sind draußen, hast du uns wunderbar erklärt. Jetzt geht es darum, die Fetzenköder vorzubereiten und auch an den Haken zu bekommen. Genau, wir haben hier zwei ganz kostbare, rare Köderfische bekommen. Ist nicht immer einfach hier. Hast du gut gemacht, by the way. Danke. Ja, jetzt schneiden wir uns Fetzenköder. Die haben eine gute Größe, da kriegen wir bestimmt zwei, drei Köder aus der Plötze draus. Ich nehme am liebsten die Plötze. Ich nehme am liebsten das Schwanzstück, wo noch ein bisschen Bauch mit drin ist, wo noch viel Saft austreten kann. Machen wir jetzt diesen Schnitt hier. So, jetzt haben wir hier ein schönes Stück Plötze mit ein bisschen Blut. Ein richtig guter Happen kriegt eigentlich jeder große Aal rein. Und ans Anködern. So, ich steche die jetzt hier ein, genau in die Mitte. Aufpassen, dass man keine Schuppe erwischt. Also du stichst sie in der Mitte vom Schwanzteil vom Filetstückchen rein, ja? Richtig. Sieh mal. Der Fisch wird den nachher so lang schlucken. Und wir lassen ihn ein bisschen schlucken, wir lassen ihn ein bisschen laufen. Und der müsste ja noch relativ weit vorne im Maul gehakt sein. Und ganz wichtig, der Haken guckt ein Stück raus, Hakenspitze unbedingt, frei. Unbedingt, ja. Deswegen habe ich auch gerade auch gesagt, pass ein bisschen auf, dass keine Schuppe drauf ist. Wenn man jetzt hier noch eine Schuppe drauf aufpiekt, kann man den Fisch auch nicht vernünftig haken. Na dann, es ist dran, es muss raus. War nichts. Deswegen war hier gerade Action, Gregor? Ja, weil wir mitten in der Aufnahme einen Biss bekommen haben. Ja, nichts mehr dran. Abgefressen. Ist der Haken blank, hast du auch keinen Fang. Leute, ihr hört es vielleicht. Es bimmelt und klingelt die ganze Zeit. Was hast du denn da gemacht, Gregor? Ich habe eine Glocke an die Rutenspitze gemacht als akustischen Bissanzeiger in der Nacht, damit wir die wackelnde Rutenspitze nicht verpassen, wenn es dunkel ist. Gut. So hören wir es. Also, so hören wir es, genau. So hört ihr es. Hören ist unser Ding. Jetzt weiß es jeder und jede. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Biss. Erik? Ich bin schon ehrlich gesagt die ganze Zeit vollkommen konzentriert hier aufs Wasser und beobachte die eine Pose, die wir schon im Wasser haben jetzt, in der Hoffnung, dass was passiert. Weil vorhin, als Gregor etwas erklärt hat, war es ja dann schon soweit. Insofern hoffe ich, dass es jetzt gleich losgeht. Ja.
Erik, wir sind hier beide in Lauerstellung. Das hat einen bestimmten Grund, sag mal. Ja, die Glocke ist hier gerade losgegangen und wir haben erst gedacht, Mensch, war das einer von uns? Aber die Route liegt hier ein bisschen so 2-3 Meter hinter uns. Da ist keiner von uns. Das heißt, definitiv ist hier gerade was abgegangen und jetzt haben wir uns schon daneben gestellt, einfach um nochmal zu gucken, passiert noch was? Und ja, die Glocke ist wieder ausgeschlagen und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal und kontrollieren mal. Vielleicht ist ja ein Fisch dran. Es gab noch einen Tipp von Gregor. Was sollten wir vorher noch machen? Ja, jetzt geht die Glocke nämlich gerade wieder schon. Wir sollten natürlich die Bremse vorne erstmal zumachen, weil logischerweise ist die offen, damit der Fisch das im Zweifelsfall, wenn er das nimmt und läuft, auch ein bisschen Schnur hat. Aber jetzt haben wir sie zugemacht, damit wir gleich einen Anhieb setzen können. So, Erik nimmt jetzt Kontakt auf und wagt den ersten Anhieb des Abends. Und los. Nichts. Ah, der Moment. Gibt's Widerstand oder gibt's keinen Widerstand? Aber nein, wir hatten keinen Widerstand. Und zeig uns mal den Köder, beziehungsweise was sagt der Köder? Der Köder sagt, im Moment, jetzt hat sich's gerade verwickelt, aber wir sehen's hier, nichts ehrlich gesagt. Fehlt da nicht was? Nee, ich würde sagen, ist alles da. Na dann gehört der Köder wieder ins Wasser. Ja. War offen, da? Ja. So Leute, wir sind jetzt gerade mal wieder zur Action-Route, nenne ich sie mal, rüber gesprintet. Frieda schließt gerade eben die Bremse. Hier ist richtig Betrieb. Was sagst du vom Gefühl? Denkst du, es ist schon was dran? Warte ich. Nee, wenn was dran wäre, wäre ja die ganze Zeit Action. Aber immer mal wieder versucht es anscheinend die Grundel, den Happen zu nehmen, weil Gregor hat ja gewechselt von Taubum extra auf deinen Dobena. Und Kork, die macht halt regelmäßig Alarm. Ja, vielleicht hört ihr es. An der Aalglocke ist immer wieder mal ein bisschen was zu spüren. Aber es ist noch nicht. Es muss kontinuierlich sein, ne? Weil ich glaube, die probiert immer nur. Ist ganz lecker. Aber ist noch ein bisschen misstrauisch. Gregor hat ja gesagt, dass es jetzt regelmäßig Grundelzupfer geben wird. Das Geile ist auch, wir zwei aufgesprungen wie die jungen Rehe hier zur Route. Wer bleibt sitzen? Gregor. Der weiß einfach, dass es Quatsch ist. Ja, aber die Bissfrequenz hier, die war schon gut. Und eben auch, ich sag mal, 3 gute Bisse hintereinander. Da darf man auch schon mal hingehen. Aber ich glaube, wir setzen. Das gibt's ja nicht. Da gucken wir mal eine Sekunde nicht hin, dann geht das Glöckchen wieder. Ist ja unglaublich. Aber es ist alles so zaghaft. Ja. Und dann kommt immer so einem im Kopf der Gedanke, aber vielleicht hängt sie auch schon dran und kommt nicht von der Stelle. Und jedes Mal, wenn sie Kraft geschöpft hat, merkst du das an der Rutenspitze. Ja, es könnte sein. Aber ehrlich gesagt, dafür ist es zu unregelmäßig und zu sachte. Tja, Leute, wir beobachten die Szenerie weiter, ja, melden uns, wenn wirklich was passiert. Gregor, du hast gerade erzählt, es gibt eine Methode, um festzustellen, ob es Strömung ist oder ob es wirklich ein Fisch ist, gerade was beim Ansitz bzw. beim Grundangeln wichtig ist. Ja, das ist jetzt keine richtige Methode. Es ging einfach nur darum, dass man bei der Pose mal richtig gut erkennen kann, wenn jetzt ein Biss ist oder der Fisch gut abzieht. Und das kannst du 1:1 gut verfolgen mit der Pose. Und beim Grundangeln, gerade jetzt hier am Kanal, wo auch Strömung drauf ist, mache ich den Bügel sofort auf bei einem Biss und halte die Schnur fest. Und halte die genau so doll fest, dass die Strömung es nicht mehr schafft, mir die Schnur runterzuziehen. Und wenn ein Fisch zieht, dann spüre ich das. Also das hat dann einen anderen Zug, als wenn die Strömung in die Schnur greift. Wie der Fisch, den die halt runterzieht. Das fühlt sich dann ganz anders an. Das fühlt sich dann so genannt fischig an. Dann hoffen wir mal, dass wir nachher noch einen fischigen Moment erleben mit dir. Ja, das hoffe ich auch ganz so. Also gerade hat schon wieder gebimmelt. Der Vollmond ist aufgegangen. Jetzt ist es ganz schön hell hier auf dem Kanal. Komischerweise beißt es dann auch ganz gut. Also ich bin guter Dinge. Vielleicht klappt es noch. So, jetzt aber an der Pose. Gregor hat gesagt, hängt. Auf jeden Fall gibt es jetzt Fisch. Jetzt haben wir Fisch dran. Mal die Stirnlampe anmachen. Guck mal, kicklich, das ist schon rausgefahren. Ein Aal? Nee. Jawohl. Tatsächlich ein Aal.
Doch. So vorsichtig gebissen, wa? Oh, Petri, Gregor. Das ist ja unglaublich. Das gibt's doch nicht. Warte, ich hab... Ja, ja. Da zappelt er. Da zappelt er. Der ist leider noch ein bisschen lütt. Ja, das ist untermaßig, aber das ist nicht schlimm. Guck mal, der ist richtig gut im Oberkiefer gehakt. Den können wir gleich wunderbar lösen. Das ist natürlich total schwer, so einen Aal zu halten. So, da habe ich einen ab. Tada. Und die nächste Angel. Jo. Dann Gregor, Petri, Petri. Weiter. Jetzt müssen Sie bloß, jetzt müssen wir an der Größe arbeiten. Stimmt? Oh, ja, geil. Oh, was für eine Lösung. Der hat uns ganz schön doll verarscht. Der hat ganz schön oft gebissen und gezubbelt wie so eine kleine Grundel. Ja, neuer Wurm und weiter geht's, Leute. Jetzt ist es auf jeden Fall fischig. Guck doch mal, wie der hier runter saust, die Schnur. Du bist witzig. Ja. Eieiei. Und? Ja, hängt. Boah. Das kann nur, weil es ein großer Aal. Fischfetzen war. Das ist ein großer Aal. Merke ich schon, wie er zappelt. Oh, yes. Hört euch das an. Oder doch nicht so groß. Jetzt kommt er gut mit. Frag nochmal, was ist das? Ein Aal. Aber ein größerer als vorhin. Ja. Der macht gut, ja, der Action. Ist gut. Oh, schön. Ich wollte gerade schon einpacken. Fluglandung. Wow. Oh. Oh, der ist gut. Der ist komm hoch. Richtig gut. Oh, das hängt da. Oh, musst du aus dem Weg gehen jetzt? Nee. So, Gregor ist im Busch. Ja, ich war am Weg. Alles gut. Der Alter zieht sich da in den Dreck drin. Gehen wir raus? Nee, ist weg. Oh, nee, will. Ja. Ja, ist weg. Ja, also Gregor, was ist denn da jetzt gerade passiert? Also eigentlich war gerade ein wunderschöner Aal da, so 70 Zentimeter hatte der. Ich habe ihn auch noch gesehen und im nächsten Moment liegt der Aal im Busch, du im Busch und auf einmal ist der Fisch weg. Ja, klassischer Fail zum Ende. Wirklich. Das ist kaum zu beschreiben. Man kennt die Fluglandung, man hebt ihn aus dem Wasser raus und im selben Schwung habe ich ihn ein klein wenig zu sehr auf die Erde kommen lassen. Und er hat sich sofort mit seinem Schwanz im Gras verkeilt. Und dann hatte ich ihn noch so gehalten und in dem Moment musste die Rute ablegen und musste irgendwie ans Vorfach kommen und musste diesen Aal zu greifen bekommen. Aber er hatte sich schon immer weiter gezogen und da, wo dieses ganze Gras wächst, ist auch schon Steinpackung, da ist auch Wasser und dann wird er auch schon unter die Steine gekommen sein. Dann hat sich das Vorfach gelöst, also es ist gerissen, weil er so fest hing und dann war er weg, war kein Rankommen mehr. Ich habe noch hinterher gewühlt, ich habe noch im Gras unter den Steinen geguckt, aber es war Wasser da, also der wird weg sein. Wir haben unseren richtig schönen Portionsfisch, und so richtig guten Aal am Ende. Ja, klassisch verkackt. Ja, gut. Aber sowas kann halt passieren. Das gehört halt einfach auch mit dazu. Ja. Das muss man schon fairerweise mal an dieser Stelle sagen. Aber gut, mein Gott, also den mal zu sehen, das war schon echt cool. Und wir haben ihn ja auch auf ganz besondere Weise bekommen. Also ja, der stimmt, Köder war stimmt, ja mal stimmt, anders, stimmt, ne? Stimmt, ja. Und zwar hatten wir ja die ganze Zeit uns von den Fischen verarschen lassen mit den ganzen Tauwürmern. Er hat gebissen ohne Ende. Also es werden Grundeln gewesen sein, Brassen und vielleicht auch Aale, wer weiß. Aber wir haben gesagt, wir machen jetzt mal ein bisschen mehr Ruhe. Wir haben einen Fetzenköder geschnitten, das ist ein Plötzenfilet war es, ich sag mal so 5-6 cm groß, doppelt aufgepiekt und in die Fahrrinne weit raus. Ja, und da kam er. Da hat er dann plötzlich Schnur genommen und sehr viel Schnur genommen und sehr rabiat. Ganz anderer Biss als die anderen Wurmbisse und da war schon klar, der hängt jetzt einen Raubfisch dran. Hat auch geklappt, aber wir haben ihn leider nicht eintüten können. Aber Jungs, jetzt mal, um ein bisschen positiver noch zu werden. Es Gregor, war eine super Nacht. Es war eine super Nacht. Wir hatten so viel Action. Es war eigentlich nie langweilig. Wir haben immer kaum gesessen und schon haben die Bimmeln wieder geläutet oder die Pose ist wieder auf Wanderschaft gegangen. Es war richtig was los, richtig gute Aufnahmen bekommen. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Erik, dein Fazit? Absolut. Hat mir auch tierisch Spaß gemacht. Wir hatten sogar noch eine Situation, das war richtig krass. Gregor war gerade an einer anderen Route ein Stück weiter weg. Und auf einmal geht ein Ruck durch eine Route und die springt sogar noch raus aus dem Routenhalter und versetzt sich so um 10 Zentimeter nach links und kommt da wieder auf. Und wir zwei, wir konnten, also du und ich, Frieda, wir konnten überhaupt nicht regeln. Beide so, was war das? Ja. So, und wir wissen nicht, was es ist, aber es war auf jeden Fall so ein krasser Biss. Okay, Frieda, und dein Fazit von heute Nacht? Ja, ich habe auch ein paar Mal Glockengebimmel gehört, habe das dann so gemacht, wie Gregor uns und euch das erklärt hat mit diesem, ne, an der Schnur anfassen, ist es fischig oder nicht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich meistens immer bloß einfach angeruppt und dann war da nichts. Aber was ich auch ganz toll fand, ich habe auch ein bisschen den Sternenhimmel immer geguckt. Ich habe gefühlt 25 Satelliten beobachtet, eine Sternschnuppe. Hab mir auch was gewünscht, ist auch in Erfüllung gegangen. Naja, fast. Und also einfach, ich möchte damit beschreiben, das Naturerlebnis war wieder auch ganz toll. Und da ich ja in Berlin wohne, so einen Sternenhimmel wie heute habe ich ganz, ganz lange nicht gesehen. So viele Sterne, so viele Satelliten, eine Sternschnuppe mit euch dazu. Was mir gefehlt hat heute, wo waren die Wildschweine? Na, wir müssen noch zum Auto laufen. Okay. Vielleicht ist es unsere letzte Folge. wünsch dir das mal nicht zu früh, weil die sind hier. Ja. Also das kann man wirklich ja, sagen. Ja, gehört haben wir sie schon einmal. Ja. Ja. Okay, dann möchte ich den Mund jetzt nicht zu voll nehmen. Dann bleibt nur noch eins übrig. Macht's gut. Es hat wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Angebissen. Der Angelpodcast vom RBB. Mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.